Es geht weiter bei Let's Play Kingdom of Amalur: Reckoning. Und mit epischen Jumpen gehen wir gleich mal weiter. Mit dem Amulett der Sonne können wir in Kaeata hier weiter runter. Und wir müssen hier... wir müssen hier den Strom der Magie finden. Einen von diesen besonderen Punkten, wo die Magie unglaublich stark fließt. Und ja, das machen wir, wenn uns nicht gerade irgendwelche hässlichen Lenschers im Weg sind. Bannen, weißt du. Nein, leicht ist mir zu schwer. 1000 Gold, cool. Ja, wir wollen immer noch diesen Naka-Flug loswerden. Doch das ist gar nicht so leicht. Denn hier sind überall böse Gegner. Und Narkas dazu. Was sind hier für Kreaturen? Okay, Elfen. Also wenn hier unten Narkas gewesen wäre, das hätte mich schon irgendwie gewundert. Weil dann wäre der oben da irgendwie ein richtig schlechter Wächter gewesen. Waka! Wunderschön. Hat ihm nichts abgezogen, aber wirklich gar nichts. Und dann machen wir jetzt noch die letzte Elfiale. Und das war's schon. Bisher Gold. Was ist hier Schönes drin? Feinlager Gold. Na, nichts Wichtiges. Und da ist ein kleiner Steinhaufen. Nett. Oh ja, da sind diese hässlichen Pflanzen. Diesmal schrecke ich mich nicht davor. Ich erschrecke mich so gerne vor der, ich weiß. Oh, bist du ungeskillt. Ich hasse die aber echt. Ich habe mich da schon so oft so schlimm erschreckt. Hier, was ist das? Zunderzweig. Boah. Hey, die Pflanze sieht ja nicht so geil aus. Was ist hier? Achso, ein... Hä? Hab ich gar nicht gesehen. Da vorne ist noch einer. Der kommt jetzt gleich her. Zack, zack. Ich war schneller da hier etwas, dein Tod. Das dauert mir sonst zu lang. Oh, hast du auch noch ein bisschen Gold? Oh, du bist ja lieber, Boggart. Ganz lieber. Ich werde hier kommt noch mal ein Lenscher. Boah, ich hab gerade echt da am Boden liegende Lenscher. Die sind so eklig. Oh. Oder Benji. Och, die sind auch so schlimm. Ah. Okay. Was ist hier? Elfen? Ne, Arcana-Baggast. Ne, nur Baggast. Okay, unser Success-Modus ist wieder aufgefüllt. Zack, zack. Zack, zack. Und jetzt nochmal hier. Bam. 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 Die Attacke sieht so cool aus. Sie sieht immer noch so krass wenig, aber sie sieht einfach so cool aus. Da ist eine Pflanze. Oh, bist du schlecht. Oh, cool. Zwei Lebenstränke. Leben und Mana. Bisher mein Gold durch die Sinnenschärfe. Ich frage mich eigentlich, wie viel, ob man wirklich viel mehr Geld bekommt, wenn man Sinnenschärfe richtig hoch macht. Also wenn man das so auf vollster Stufe hat, müsste man dann irgendwie 1000 mehr Gold bekommen. Oh nein. Ein besessener Felstroll. Okay, erstmal um die Boggarts kümmern. Und versuchen nicht vom Troll getroffen zu werden. Boah. Prismär-Troll, ja. Das ist bis jetzt so der stärkste Gegner, den wir hier treffen. Echt, Mann. Erinnert ihr euch noch, als wir gegen Gnarsch gekämpft haben? Da waren auch immer so übermächtige Trolle. Ja. Ach, das war mit Alinchi. Das war eine schöne Zeit. Dann waren immer ein Alinchi dabei. Jetzt müssen wir hier ganz alleine kämpfen. Obwohl, die hat eh nichts geholfen. Zack. Zack. Ah, es trifft aber auch immer. Komm. Ach, verdammt. Oh, jetzt reicht's aber. Nein, bitte nicht treffen lassen, danke. Ja, wir kriegen ihn schon down, hoffe ich. Aber ich hoffe, da unten wird nicht ein schwererer Gegner als der hier sein. Da sind wir in der Erfahrung, nicht schlecht. Okay, so steigen wir doch schnell ein Level auf, was ich gedacht habe. Vector, Vector. Bitte lass das kurz drin sein. Hammer der Gefräßigkeit. Schauen wir den lieber an. Ah, 126, aber sehr langsam. Nee. Unser cooles Schwert, das hat ja schon mal 120 und das ist nur langsam. Und der Troll hat auch nichts Cooles mehr dabei, außer seine dummen Schattendinger, die wir eh nicht brauchen. Okay, was ist hier unten? Baugott, so gut. Ja, geh weg. Baugott sind immer noch nicht das größte Problem. Oh nein, jetzt hätte er fast diese Selbstexplosion wieder gemacht. Wie weit ist es noch? Okay, wir müssen da runter schwimmen. Gut. Oder ist er... Ja, muss man schon schwimmen. Ich frag mich eigentlich, ob man im Wasser angegriffen werden kann.
Oh, da ist ja was. Hallo. Goldmünzen. Wer tut hier bitte Gold rumliegen lassen? Ich weiß es nicht. Egal, ich habe Gold, ich bin zufrieden. Da sind über Kisten, die man bannen kann, was mir alles nichts bringt. Und da sind Elfen. Da ist noch eine Elfe. Zack. Ich muss mal meine Magie aufladen. Ich benutze Tauschsprüche einfach so sinnlos eigentlich. Was ist das? Pestträger. Bogart Pestträger, hä? Achso, die Elfen haben die wahrscheinlich getötet. Cool gemacht, Elfen. Hey, warum haben die so viel da? Hätten die jetzt noch was Gescheites da, dann wäre es ja richtig cool gewesen. Ferox. Das ist ein Zauberstab, schätze ich mal. Oh, aber allein schon, dass er lila ist, dafür nehmen wir schon mal mit. Das heißt, es ist immer ein wertvolles, dass wir dafür viel Kohle bekommen. Und das mag ich ja. Okay, wir müssen da hinten rumschwimmen. Und ich hoffe, wir finden dann auch mal da was. Und ich hoffe, keine Trolle. Aber irgendwie lädt sich hier unsere Magie so saumäßig langsam auf. Vielleicht kommt es mir nur so vor, aber es... Liegt es jetzt an mir irgendwie, oder? Ach, egal. Was ist hier Schönes? Feinlager. Meister 24. Dann nehmen wir von mir mit. Keine Ahnung, was es ist, aber ich nehme es mit. Ich nehme alles mit. Irgendwann könnte ich ja verscherbeln. Hallo? Irgendwo festbanken mal wieder. Okay, ist hier dieser andere Hüter, dieser Sommerfeier. Mir fällt eigentlich auf, der da oben, der da war, das war die erste Winterfeier, der wir begegnet sind, die nicht böse war. Also, weil sonst haben wir immer nur Torfall getroffen von dem Winterfallen. Und es war echt der erste, der uns froh gesinnt war. Aber froh kann man es auch nicht nennen. Er hat uns mal wieder Staubling bezeichnet, obwohl wir der König vom Haus überladen sind. Ich sag's ja gerne immer wieder. Und sogar mit Hochkönig Tritarium gesprochen haben. Und er sogar gesagt hat, dass wir in die Gärten Ysis dürfen. Echt mal. Und dann. Und dann. Okay, hoffen wir, der ist auch gut gestemmt auf uns. Ihr solltet euch privilegiert fühlen. Der Übergang ist kein Ort für die Angelegenheiten der Sterblichen. Ihr seid der Erste, der es so weit geschafft hat. Diese Essenz der Todfeuerblume ist für den Übergang gedacht, richtig? Um diese Region von dem Narka-Fluch zu befreien? Das werde ich nicht erlauben. Florion sieht trotz all seiner Weisheit nicht, was ich sehe. Ich wusste, dass irgend sowas ist. Dass der Übergang eine Lösung für diesen langen Winter ist. Kein Feienreich ist je auf diese Art emporgekommen. Es liegt nicht in der Natur der Dinge. Ich habe die Macht des Übergangs genutzt, um das Gleichgewicht der Magie schrittweise zugunsten der Sommerfeien in Alseron zu verlagern. Aber es ist dabei zu unerwünschten Nebeneffekten gekommen. Der Übergang ist mit der magischen Essenz dieses Landes verbunden, genau wie die Feien dieser Region. Meine Einmischung hat sie in den Wahnsinn getrieben. Es ist eine notwendige Verderbtheit. Besser sind einige von uns wahnsinnig, als dass wir auf das Ende dieses langen Winters warten. Verenden. Ich kann nicht zulassen, dass ihr euch weiterhin einmischt. Der Zirkel von Engard muss meinen Fluch so lange ertragen, wie es dauert, diesen langen Winter zu beenden. Gut, wenn du meinst, dass du gegen uns kämpfen willst, es ist deine Entscheidung. Oh, okay, der ist schon mal nicht leicht. Oh, verdammt. Ich sehe ihn nicht mal. Ah, da ist er. Okay, ich würde gerne meinen Fagott aufbeschwören. Scheiße, jetzt habe ich keine Magie mehr. Vergötter! Ich meine, der ist schon nicht von schlechten Eltern, okay. Ey, man, ich sehe ihn nicht mal. Ey, man, die Kamera spinnt gerade echt rum. Die ist viel zu weit draußen. Zack, zack, zack. Und das war's. Boah, echt, man. Der war jetzt aber gar nicht mal so leicht. Hast du mal was Gutes dabei? Silber und Banshee noch, komm. Oh, die sind ja besser als unsere. Okay, das gefällt mir. Gerne der Zunderzweig und unser Fagott. Ich hoffe, er kann schwimmen. Sonst hat er ein Problem, sonst kommt ihr nicht raus. Okay. Blume ablegen. Der Übergang. Die Todfeuerblume löst sich in den Äther auf, als du sie auf den Altar vor dem Übergang legst. Zum Maxen zurückkehren. Okay. Also, theoretisch dürfte es jetzt hier nirgendwo mehr Naka-Feien geben, weil der Fluch hier aufgehoben wurde.
Aber der ist ja auch irgendwie kacke, ganz ehrlich, wenn der hier einfach so die armen, ganz normalen Fallen einfach mit seinem Fluch da verändert. Aber leider sind hier sehr, sehr viele so. Böse halt. Kann man gleich mal wegmachen. Okay. Runter geht's. Und jetzt machen wir hier eine Arschbombe rein. Arschbombe! Schade, klappt nicht. Und jetzt kann man eben nochmal schön aus der Höhle rausgehen, anstatt dass hier irgendwo so ein kleiner Eingang ist. Oh, unser Vergotter kann nicht schwimmen, verdammt. Das ist natürlich blöd. Hä? Hä? Ach cool, ich habe mich festgebackt. Ja, toll. Ihr seht, ich komme hier nicht mehr raus. Okay, ich würde sagen, wir müssen einen Cut machen. Ich werde wahrscheinlich die ganze Höhle nochmal neu machen können, über was ich mich sehr, sehr freue. Und da sehen wir uns das nächste Mal bei Maxen wieder. Bis zum nächsten Mal.